So unangenehm. Oh mein Gott. Jo, Pop-Up gibt's jetzt auch in Europa! Pop-Up sind ADHS-Toys oder ADHD-Toys. Und das ist sowas wie Fidget-Spinner, aber kein Fidget-Spinner, sondern das hier. Und wir gehen jetzt auf die Straße und ich frage jetzt mal einen. Hey, lass uns mal machen. Wer fünfmal hintereinander das so kriegt, hat gewonnen. Aber wer verliert, muss 10-mal springen. Bist du dabei? Ja! Okay, ich bin jetzt zuerst dran. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. Jetzt bist du dran. Ja, dann gib mal her. Okay, wie geht das? 1, 2. Oh, verkackt. Ah, jetzt muss ich 10-mal springen, Mann. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ah! Yo, Papa. So unangenehm. Und dann will Lil Bro mir erzählen, er ist nicht mehr TikToker als Streamer. Bruder Hugo, du bist auf jeden Fall mehr TikToker, als dass du Streamer bist, Bro. Deine Streams haben auch ungefähr die Länge von einem TikTok. Also es fittet eigentlich ganz gut. No joke, no joke. Der Mann ist mehr TikTok, als dass es Streaming ist.